Wir werden heute abseilen, hier am schönen Schluchsee, hier an der Katharinenwand, und werden euch zeigen, wie man eine redundante und ablassbare Abseilstelle baut. Bevor wir die Abseilstelle aufbauen, machen wir ein paar Sicherungschecks. Wir legen Kleidungsstücke ab, wie Schals, die uns nachher vielleicht stören könnten, und auch Schmuck wie Ringe oder große Ohrringe, auch die Eheringe, werden jetzt erstmal weggepackt, wie immer, wenn wir mit Seilen. Auf der Seite liegt noch bereit das Erste-Hilfe-Set, natürlich auch Notruf-Handy und der Helm, denn sobald wir in steinschlaggefährdetes Gelände uns begeben, und das ist dann, sobald wir in die Wand gehen, haben natürlich alle Beteiligten Helme auf. Dann ist das Erste unser Fixpunkt, an dem wir die Seile nachher befestigen werden, und da machen wir zuallererst eine Selbstsicherung, dass ich mich jetzt hier frei bewegen kann, während ich aufbaue. Ankerstich um den Baum und den Karabiner sichern, entweder hier durch diese Vorrichtung oder auch mit einem Mastwurf. Und jetzt bin ich selbst gesichert und kann erstmal weitermachen. Alternativ zu einem Karabiner wie diesem, der hier eine Fixiervorrichtung hat, können wir auch einen anderen Karabiner nehmen und die Bandschlinge mit einem Mastwurf fixieren. Und festziehen, damit der Karabiner hier befestigt bleibt. Diesen Baum haben wir als Fixpunkt gewählt, weil er gesund ist, stark genug, einen Durchmesser von mindestens 20 cm hat und auch vom Standort her praktisch steht. So, dass wir nämlich genügend Platz haben, sicher aufzubauen, und auch genügend Platz haben für die Personen, die sich hinterher abseilen möchten. Jetzt befestige ich zwei Bandschlingen mit Karabiner für die Verankerungspunkte, jeweils mit Ankerstich um den Baum, die erste relativ weit oben und so, dass es zur Mitte hin wieder rausläuft, und mit einem HMS-Karabiner eingehängt. Die zweite Bandschlinge etwas weiter unten, genauso Ankerstich um den Baum, mit HMS-Karabiner. Die Abseilstelle hier ist etwa 20 Meter lang. Das heißt, wir verwenden Seile, die mindestens doppelt so lang sind. Wir haben jetzt hier ein Einfachseil mit 60 Metern und ein Halbseil mit 50 Metern. Also gut doppelt so lang. Wir werden das gelbe Halbseil als Abseilseil nachher einsetzen, weil das besser durchs Sicherungsgerät läuft, würde aber auch mit einem Einfachseil gehen. Und das rote Einfachseil nutzen wir für die Ablassvorrichtung und für die Hintersicherung. Ich beginne mit dem Seilende des roten Seils für die Ablassvorrichtung. Ich nehme mir das Seilende und lege einen doppelten Achter drauf, bei dem ich alle vier Enden nachziehe. Und der Überstand soll dann mindestens eine Handbreit sein. Der Achter. Dann kommt ein HMS-Knoten, den ich in den HMS-Karabiner einhänge und hier auch gleich teste, ob der umspringt. Und fixiere mit einem Schleifknoten. Und auch der Schleifknoten wird hier nochmal fixiert.
Beim gelben Seil habe ich die Seilmitte gesucht, die ist hier auch markiert und da die Seilenden nicht abgeschnitten wurden, stimmt es auch noch. Und auf die Seilmitte kommt auch wieder ein 8er-Knoten drauf. Gleiches Prozedere, alle vier Enden nachziehen. Und der wird jetzt mit einem D-Karabiner verbunden mit dem 8er-Knoten von eben mit dem roten Seil. Auf die Seilenden des gelben Seils wird jeweils ein Knoten drauf gemacht, denn es gibt keine freien Seilenden im Bergsport. Das kann ein Achter sein oder ein Schleifknoten. Und dann werde ich das Seil jetzt von unten her aufnehmen, um es gleich runterzuwerfen. Am besten in der Wurfhand. Bevor ich das Seil werfe, kündige ich das an, rufe laut Seil und warte dann noch ein, zwei Sekunden, bevor ich dann wirklich werfe. Seil! Läuft. Jetzt haben wir den ersten Teil der Abseilstelle fertig, nämlich das Abseilseil und die Vorrichtung, mit der wir die ganze Abseilstelle ablassen können. Jetzt folgt gleich der zweite Teil, nämlich mit der Hintersicherung. Für die Hintersicherung nehme ich jetzt also das zweite Seilende des roten Seiles und mache genau das gleiche wie vorher auch mit dem anderen Seilende, nämlich einen 8er-Knoten auf das Seilende, den ich an allen vier Enden nachziehe. Der Überstand darf ein bisschen mehr wie eine Handbreit sein und ich mache wieder einen HMS-Knoten und befestige den an meinem unteren Fixpunkt. Und jetzt kommt wieder ein Karabiner drauf. Wenn wir haben, können wir hier einen Karabiner nehmen mit so einer Fixierung für die Nachsicherung. Das rote Seil habe ich jetzt von der Seilmitte her in zwei Teilen aufgenommen. Der eine Teil hinter dem Baum ist der Teil von der Ablassfunktion, den ich jetzt hoffentlich nicht brauchen werde, der dann zum Einsatz kommt, wenn irgendeine Notsituation entsteht und ich die ganze Abseilstelle ablassen müsste. Und der zweite Teil, auch wieder aufgenommen von der Seilmitte her, der dient mir jetzt als Hintersicherung für die abzuseilende Person. Und da das rote Seil ja 60 Meter lang ist, wie wir am Anfang gesagt haben, und wir jeweils nur die 20 Meter oder etwas mehr brauchen, um die Abseilstelle abzulassen oder die Person zu hintersichern, reichen uns die 30 Meter locker. Bevor die Teilnehmenden kommen, habe ich jetzt noch ein Geländerseil hier an unserem Baum fixiert, und zwar mit einem doppelten Bulin, damit er auch ringbelastet werden kann. Und habe mir selbst einen Helm aufgezogen. Ich bin zwar immer noch nicht im absturzgefährdeten Gelände, aber wer weiß, ob ich da hin muss, je nachdem, was gleich passiert. Die Teilnehmenden werden auf jeden Fall mit Helm hier ankommen. So, ich bin jetzt der Kandidat, der sich nachher gleich abseilen darf. Und dazu gilt für mich das Gleiche. Erstmal Ring und Schmuck ablegen, sichern, zur Seite legen. Das brauche ich heute erst wieder, wenn ich wieder auf festem Boden stehe. Ich zeige euch jetzt die Schweizer Methode. Dazu brauche ich eine 120er Bandschlinge und die fädle ich jetzt erstmal ein, und zwar mit einem Ankerstich. Der Ankerstich ist so gewählt, dass die Vernähung hier an einer vernünftigen Stelle ist. Was das bedeutet, kommt gleich. Muss hier weit genug weg sein, dass ich hier einen Karabiner nachher mit einem Mastdorf befestigen kann. Und dort, wo ich jetzt gleich eine Achter drauf mache, da darf die natürlich auch nicht sein. Der Achterknoten, den ich hier auf die Bandschlinge mache, das ist der Ort, wo nachher mein Abseilgerät drin ist. Und der sollte hier etwa 20 cm entfernt sein. Das ist hier also etwa abgedrittelt.
nehme ich einen HMS-Karabiner, mache hier auf das Ende der Bandschlinge einen Mastwurf, ziehe diesen Mastwurf fest. Damit ist dieser Karabiner, der mein Sicherungskarabiner nachher ist, fixiert und ich laufe nicht Gefahr, dass er mir verloren geht. Zum Abseilen am Doppelseil eignen sich alle Geräte, die eben für Doppelseile ausgerichtet sind. Lange Zeit der Tuber oder hier das Reverso von der Firma Petzl. Wir nutzen gerne das Megajoule von der Firma Edelried als universelles Sicherungsgerät. Auch da brauchen wir keine extra Geräte. Möglich ist es natürlich auch mit dem Abseilachter, da wir den aber sonst nirgends gebrauchen, haben wir uns für dieses Gerät entschieden. Wir werden euch auch noch gleich zeigen, wie man mit einer Brusik-Schlinge eine weitere Redundanz herstellen kann. Dazu nimmt man klassischerweise eine 6 mm Rebschnur verbunden mit einem englischen Spierenstich und nicht zu lang, denn es ist eine Kurzbrusik-Schlinge. Die hat manchmal den Nachteil, dass sie nicht gleich greift, weil sie ein bisschen steif ist. Wir finden inzwischen besser anzuwenden den Franz Bachmann Kreuzklemmknoten. Dazu braucht man eine Dyneema Bandschlinge hier. Die zeigen wir euch dann gleich direkt, wie man das macht. Was wir überhaupt nicht mehr verwenden, sind diese Aramid Bandschlingen. Die sind zwar in anderer Art und Weise sehr toll anzuwenden, allerdings hier viel zu steif und greifen nicht am Seil. Ich bin im absturzgefährdeten Gelände unterwegs. Womöglich bewege ich mich auch noch unsicher, deswegen bin ich hier schon an einem Geländerseil gesichert und werde mich hier erst loslösen, wenn ich wieder ganz gesichert bin insgesamt. Jetzt zeige ich euch erst den klassischen Brusik-Knoten. Dazu nehme ich die Brusik-Schlinge hier mit dem Knoten, nehme den Knoten leicht aus der Richtung raus, dass ich hier nachher noch einen Karabiner einhängen kann, und die Seite mit dem Knoten werfe ich zweimal durch, einmal wäre ein Ankerstich. Und das zweite Mal dann durchgeworfen, dann habe ich hier einen schönen sauber liegenden Brusik-Knoten. Und mit dem Karabiner hier gehe ich direkt in meine Beinschlaufe und habe den wiederum an der richtigen Stelle fixiert. Eine echte Alternative dazu ist der Franz Bachmann Kreuzklemmknoten. Der macht sich hier zu eigen, dass die Versteifung durch die Naht vorhanden ist. Und die nehmen wir, wickeln jetzt bei einem Doppelseil, reicht es 1,5 Mal die Bandschlinge durch. Und das reicht schon aus als Brusik-Hintersicherung. Den kann man verschieben und sobald er schnell belastet ist, hält er. Wenn es ein dünnes Seil wäre, wir würden zum Beispiel am Einzelstrang abseilen, müssten wir nicht 1,5, sondern 2,5 Mal das umdrehen und reingeben mit dem gleichen Effekt. Er sichert sich sofort und ist ganz leicht wieder aufzulösen. Franz Bachmann Kreuzklemmknoten. An dieser Stelle kann auch ein ganz normaler Karabiner genommen werden, oder wir nutzen ja gerne die Borlock-Karabiner von der Firma Petzl. Immer auch wieder haptisch geprüft, ob er auch wirklich zu ist. Als erstes habe ich jetzt eben hier die Brusik-Schlinge festgemacht, da habe ich schon wieder eine weitere Sicherung. Des Weiteren kann ich hier Seil durchnehmen. Und es hält es hier von alleine und ihr seht, dass jetzt hier dieses Seil hier locker zu bearbeiten ist, ohne dass mir hier Zug drauf ist. Denn jetzt kommt als nächstes das Abseilgerät und das Abseilgerät, das muss jetzt hier richtig eingelegt werden. Der Megajoule ist im Autotuber-Modus so zu benutzen, wenn dieser grüne Teil hier vorne ist. Jetzt wollen wir ihn aber nicht blockierend im Tuber-Modus haben, dazu drehen wir ihn um.
und setzen ihn in das Doppelseil ein. Der Karabiner geht hier durch Seil und Gerät. Und jetzt hänge ich das ein vor den Achter. An dieser Stelle, damit er hier etwa 20 cm weit entfernt ist. Als vorletztes werde ich jetzt die Hintersicherung einhängen, hier unten in meine Anseilschlaufe, dass das Seil, was nachher die Raffaela bedient, locker mitlaufen lässt als Redundanz. Und bevor es losgeht, muss ich einen wichtigen Test machen, nämlich ist das alles auch richtig gemacht. Und dazu hänge ich meine Standsicherung ein in eine extra Bandschlinge. Jetzt läuft die locker. Jetzt kann ich das ganze Set hier belasten und testen, ob wirklich alles funktioniert. Diese Hintersicherung, die ist locker. Wenn ich einen Fehler gemacht hätte und irgendwas wäre nicht richtig, die Brusik würde hier durchgehen oder ich hätte es hier an die falsche Stelle eingehängt oder, dann gäbe es hier zwar ein kleines kurzes Durchrutschen, aber ich wäre gesichert. Und diesen Test, den muss man machen. Einfach auch, weil es tödliche Unfälle gab, als es nicht gemacht worden ist. Fehler passieren immer wieder, Murphys Gesetze. Ich kann notfalls, falls ich diese letzte Bandschlinge nicht mehr zur Verfügung habe, das hier auch einhängen in diese Seilverbindung. Auch hier ist klar, ich habe zwei unterschiedliche Farben. Und selbst wenn ich jetzt versehentlich den falschen Karabiner aushängen sollte, bin ich ja immer noch gesichert. Auch hier kann man locker den Test machen. Ich sehe hier, alles kann ich komplett belasten, es passiert nichts. Und das sagt mir jetzt, ich kann mich abseilen. Ich löse also die Standsicherung und kann loslegen mit dem Abseilen. Angenommen, ein Kleidungsstück oder sogar Haare, die ja eigentlich zu einem Zopf zusammengebunden sind, verfangen sich hier im Abseilgerät. Dann ist eine ungute Situation und dann muss sie schnell gelöst werden. Und dazu haben wir hier diese Redundanz und die Ablassbarkeit. Das geht nun wie folgt. Wenn wir hier im Abseilen sind und plötzlich bleibt da was hängen, ist die erste Aufgabe von der Raffaela, das Hintersicherungsseil zu blockieren. Auch dazu gibt es wieder den Schleifknoten. Wenn die hintersichert ist, kann oben die zentrale Abseilstelle gelockert werden und es wird noch kommuniziert mit demjenigen da unten. Achtung, gleich gibt es einen Ruck. Jetzt kann das entlastet werden, sodass das gelbe Seil mitsamt dem Sicherungsgerät entlastet ist komplett. Ich kann hier alles befreien und wenn es jetzt weitergehen kann, dann wird es wieder gesichert. So eng wie möglich, wieder mit dem Schleifknoten dran, wieder hintersichert. Und um jetzt weiter abseilen zu können, wird unten wieder gelöst. Wieder kurz kompliziert. Und man kann hier ganz normal weiter abseilen. Und falls alle Stricke reißen und derjenige kann gar nicht mehr weiterkommen, sei es weil er bewusstlos ist oder weil ihm irgendwas passiert ist, dann können beide Seilstränge gelöst werden. Und das ganze System kann abgelassen werden.